Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10. Wir befinden uns im Grabmal des Grauens und zwar auf der 4. Ebene. Ich vermute mal, es ist die letzte, aber wer weiß. Jede Menge Gegner da. Wir könnten eigentlich den Zauber schon, die zwei schon fast aufrechterhalten hier. Aber 17 Runden nur ist echt wenig. Ja, wir sehen schon, da hinten ist irgendwas. Hier auch. Oh, da kommen wir nicht hin. Klappern wir mal alles ab. Wir haben einen Tele zum Ausweichen, aber wir gehen hier in diese Lücke. Und einmal Arcana Abwendung noch. Was? Oh. Der kann da einfach drüber schweben. So ein Mistkerl, ihr könnt da alle drüber schweben. Aber wir können euch treffen, ne? Das ist schon mal gut. Okay. Rüstungsschutz von hier weg. Töten wir ihn. Verwirrung ist nicht gut. Und einer weniger. We're being attacked from behind. I know. Yeah. So, dich erwischen wir noch nicht. Kein Mana mehr. So, keine Schnitte. Hier haben wir ein Tele. Ja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Okay, wenn wir den Tele nehmen, kommen wir da unten hin. Eine Druckplatte. Wir haben da hinten was bewegt. Habt ihr das gesehen? Aber wir können es nicht nochmal machen. Dafür war das also wichtig. Wir müssen uns also einen Weg bahnen. So, einmal im Kreis gerannt. Und hier irgendwo haben wir uns einen Weg gemacht. Sagen wir gehen diesmal nach Norden. Ui, ein Schattendrache. Hallihallöchen. Über den wissen wir ja schon was. Bestiarium. Schatten. Alle Feinde zeigen. Sind die dann alphabetisch? Nein, natürlich nicht. Schattenpirscher. Schattenpanther, Schattenpanther. Wo ist der Schattendrache? Schattendrache. Ach, ist egal. Okay. Du machst irgendwelche miesen Sachen, deswegen erstmal den rein, weil ich nicht genau weiß, was jetzt kommt. Ja, Rüstungsschutz kann immer nicht schaden. Okay, wir wissen nichts Genaues über dich, Mistkerl. Ist immer noch nicht nah genug für einen Nahkampfangriff. Warten mal ab eine Runde. Eine Rüstung haben wir schon drinnen. Auch abwarten. Steinhaut haben wir. Machen wir Erdenergieschutz. Qual, klappt das bei dir? Sehr schön. Schattendrache. Gift wirst du sie wahrscheinlich widerstehen, aber wir testen es mal. Und Arcana Abwendung. Okay, er ist betäubt. Sie ist auch betäubt. So. Ding, ding. Weiter geht's. So, wir können da nicht lang. Da ist ein Fass, das schauen wir uns mal an. Pulsierende grüne Flüssigkeit. Das ist Erdmagieschutz. Ja, kriegt er das. Aber das ist richtig cool hier mit dem Helm, ne? Dass er dann angegriffen wird, provoziert.
Oh, nicht schlecht. Mal schauen, was die vierte Stufe bringt. Halt. Ah, da gab's noch was. So, da haben wir wieder dann Tele, wo wir irgendwas machen können. Erstmal was abstauben. Ah, und hier ist schon wieder was irgendwo einen Weg bereit macht. Wir müssen bestimmt darüber. So, können wir das abstauben. Blau pulsieren, das ist Wassermagie. Ach komm, nimm mal einfach mal, ist ja egal. Ist ja egal, die halten so viel jetzt aus. Was zum Abstauben. Ein weiteres Fass. Pulverweise Flüssigkeit, Luftmagie. Okay. Ja, Verwirrung stört uns nicht besonderlich. Bei ihr auf jeden Fall. Wir können auch nicht weg. Na gut. Müssen wir die da schneller down bringen. Solange die zwei nicht verwirrt werden. Steinhaut. Und Dunkelapfel. Oh, okay, jetzt hätte er natürlich nicht schlecht hier so eine himmlische Rüstung. Machen wir besser doch mal weg. Oh Mann. Entschuldigung. Ja, Bonbon im Mund, Nase läuft. Uah, schrecklich. Ich hasse es, krank zu sein. So, Ruhe im Gelände. Ja, ja, wir gehen erstmal bis nach vorne. Komm, geh näher. Ihr Mistkerle. So. Ja! Ja! So. Verwirrung. Verwirrung. Weg damit. Und wir können uns das schnappen. So, jetzt ist die Frage, haben wir alle Sachen gedrückt? Waren wir überall? Hier sollten wir nochmal schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Zugang haben. Irgendwo hin, ich glaube, das war da. Oder? Ne, wir haben noch keinen Zugang. Hier fehlt noch eins. Hier fehlt noch eins. Irgendwas habe ich übersehen. Something is coming our way. Okay. Da kommt schon wieder einer. Ich hoffe, hier kommen nicht unendlich viele. Mana, ganz klar. Oh, nimm du ruhig auch mal einen. Rüstungsschutz. Boah, er widerstanden, dieser Mistkerl. Okay, dann versuchen wir es damit. Zerschmettern, okay. Das ist zwar schwächer, aber immerhin. Ach du je. Wo kommst du denn her? Ah. Aha. Okay, drei Seiten. Aber wir sollten uns trotzdem um ihn kümmern zuerst. Das ist schlecht. Betäubt. So, wir sollten auf jeden Fall das aufrechterhalten. Rüstung ist auch noch drin.
Töte ihn. Regenerieren. Autsch. Neue Rüstung. Wach auf, Raistlin. Wir brauchen dich. Sehr gut. Ein Name. Zuhauen. Raistlin ist wieder wach. Sehr schön. Kein Mana. Wuhu, Level Up! Awesome! Ja, ich hätte gerne etwas mehr Macht. Dankeschön. Und wir machen als nächstes bei dir höher den Schild. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe auch diese Kriegsführung komplett nicht beachtet, wenn ich genau weiß, was diese Fähigkeiten können. Vielleicht ist das die ganze Zeit ein Fehler. Ich glaube, damit kann ich ihn eher zum Tank machen und damit er Schläge absorbieren kann. Und die anderen das nicht kriegen. Aber wir machen das jetzt einfach hier mit Schild. Chance zu parieren, zu erhöhen. So, da hast du. Und da hast du nochmal. Und nochmal. Juhu! Und die nächste. Ja, wir hätten gerne Vitalität auf 40. Und Trist, ja super. Dann kommt Macht. Bestätigen. So, wir wollen den Schild können. Kannst du den Experte gleich drin werden, kannst das Relic-Schild nehmen, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir erhöhen die Arkane Disziplin. So, jetzt müssen wir nochmal einen Lehrmeister dafür finden. Also, die hatten nicht gewollt, dass wir in diese Richtung gehen. Oder kommt hier immer wieder einen neuen Schatten? Ich vermute nicht. Was war das für ein komisches Geräusch? So, jetzt werde ich wohl ein bisschen suchen müssen. Okay, vielleicht müssen die alle dieses Symbol haben. Oder sie müssen alle orange werden, das weiß ich nicht. Also wieder ein kleines Rätsel. Da ist auf jeden Fall noch immer nicht aufgegangen. Schauen wir mal weiter. Ne, hier geht's auch nicht. Birds. Okay, wir nehmen euch zuerst. Ihr blöden Verwirrer. Na, wartet. So. Einmal bitte regenerieren. Einmal. Ah, du bist verwirrt. Einmal Betäubung haben. Einmal schön. Erstmal ein bisschen buffen. Oh, ich glaube, da ist ein Drache in mir drin. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber es geht jetzt nicht anders. So. Schnell töten. Ja, das macht nichts. Solange du noch zuschlagen kannst, ist alles in Ordnung. So, überleben wir eine Attacke von dem Schattenkerl. Ich hoffe es. So, du hast kein Mana mehr. Du hast auch kein Mana mehr. Du hast Lauf. Du machst mal lieber eine Rüstung. Regenerieren. Und Hallihallöchen. Ja! Schild weg. Ja, Gift kann nicht schaden. Qualversuche hat er widerstanden. Ist er. Dann würde ich sagen, hau einfach drauf. Nuke, nuke, nuke.
So, jetzt muss das Vieh von da hinten noch kommen. Du musst einmal Verwirrung weg, damit wir den Schutz wieder aufbauen können. Und ignorieren. Einmal Schatten umhang. Hallo! Einmal brennende Entschlossenheit und drauf da. Drauf da, drauf da. Good job. Okay. Von wo kamen wir? Von hier, ne? Genau. Wir wollten diesen südlichen Gang machen. Da waren wir noch nicht drin, ne? Das ist neu. Ein Bossgegner! Ich habe nicht gespeichert. Verflucht. Ich weiß nicht, was du machst. Aber wir müssen auf jeden Fall einen Schritt näher bei dir. Au, 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 au. Und du hast mich fast getötet mit einem Schlag. Auge des Grauens. Na, warte, Auge des Grauens. Was hast du mit dem stolzen Ritter da gemacht? Na gut. Erstmal regenerieren. Dann machen wir den Rüstungsschutz runter. Einmal brennende Entschlossenheit, einmal Rüstung. Sehr gut. Dann machen wir... Schauen wir mal, ob Gift bei denen eine Reaktion hat. Ist immun dagegen, wie es aussieht. Aber vielleicht können wir dir den Schild runter machen. Ja. Nein, widerstanden. Schweinerei. Hau mal drauf. Hau mal drauf. Aber sie hat nicht so viel Power. Das sollte klappen. Eine Schweinhaut kann nicht schaden. Und wir sollten vielleicht eine Dunkelabwendung aktivieren. Nummer 8. Sehr gut. Das hat geklappt. Und wir machen nochmal Arkane. So, mehr Schutz geht jetzt nicht. Stirb. Bazaar. Sehr schön. Eine nicht bestimmte Reliquie. Und da haben wir eine weitere Platte. Traumscherbe erhalten. Aha. Dunstans letztes Abenteuer. Dunstan, wenn ihr dies lest, bin ich wahrscheinlich tot. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe. Ich war sonst derjenige, der sich gefragt hat, warum wir immer diese ach so praktischen Botschaften finden, die Tote hinterlassen haben, um uns vor Fallen zu warnen und uns Hinweise für die Lösung von Rätseln zu geben. Ja, so ist das bei solchen Spielen. Und jetzt sitze ich hier und schreibe selbst eine. Die Ironie ist mir nicht entgangen. Und dies ist in der Tat eine Warnung. Wir sind Shiva zu diesem drachenverlassenen Ort gefolgt. Die Legenden kennen ihn als das Grabmal des großen Grauens. Bei so einem Namen konnten wir die Warnung einfach nicht ernst nehmen. Wir hätten es besser getan. Zuerst schien alles reibungslos zu verlaufen. Das Grabmal war so groß, dass die Hauptgefahr darin bestand, sich zu verirren oder einen falschen Schritt zu machen und in eine der vielen Spalten und Abgründe zu fallen. Wir hielten es für still, doch es war nur untätig. Artemise und ich entdeckten einen Geheimgang in einer Wand. Er führte uns in einen Raum mit einer großen Doppeltür. Artemise sagte, sie sei mit einem Zauber versiegelt. Sie sagte, Elras Kräfte könnten ihn aufheben. Wir glaubten, der Schatz sei auf der anderen Seite, aber die Tür war nicht dort, um Eindringlinge daran zu hindern, hineinzukommen. Sie war dort, um etwas daran zu hindern, herauszukommen. Kaum war der Zauber aufgehoben, als die Tür auch schon aufflog. Wir hörten eine Stimme auf der anderen Seite. Sie lachte. Wesen griffen uns aus dem Dunkeln an. Solche Kreaturen hatte ich noch nie zuvor gesehen. Widerliche Dinger, die nur aus Zähnen und Krallen und Tentakeln zu bestehen schienen. Müsste ich ihnen einen Namen geben, würde ich sie wirklich gewordene Albträume nennen. Sie rissen Artemise in Stücke, bevor sie ihre Kräfte des Lichts herbeirufen konnte, um sich zu schützen. Shiva, Julust und ich flohen durch einen Tunnel. Ragnar, der Inbegriff eines Verteidigers, blieb zurück, um unsere Flucht zu decken. Er wehrte ein paar Angriffe ab, dann traf ihn etwas und schleuderte ihn in den Abgrund. Also dieser Dunstan, den wir draußen getroffen haben, wird er also gar nicht gewesen sein. Der hat also doch nicht überlebt.
Ich wurde von Shiva und ihr losgetrennt. Dann ging das Ding auf mich los, das in der Dunkelheit gelacht hatte. Ein langer, krallenbewehrter Tentakel zerschnitt mir das Gesicht. Dann durchbohrte ein anderer meine Rüstung und wühlte sich in mein Fleisch. Das Ding zerrte mich durch den Gang, bis ich es erblickte. Oder vielmehr die weiße Maske. Es hatte keinen Gesichtsausdruck, doch ich konnte die Verachtung hinter der Maske spüren. Mir ging auf, dass diese Kreatur ein Gesichtloser sein musste. Eines von Malassas sagenhaften Kindern, ein Wesen aus reinem Dunkel, und wir hatten es befreit. Es schleuderte mich beiseite, und dann direkt vor meinen Augen verwandelte es sich. Die Flügel verschwanden, der dünne, vernarbte Körper wurde muskulöser, und Kleidung nahm Gestalt an, um ihn zu bedecken. Die Maske war verschwunden, und stattdessen starrten mich menschliche Augen an, meine eigenen Augen. Er lächelte und ließ mich in der Dunkelheit zurück. Ich versuchte einen Ausgang aus diesem Labyrinth zu finden, doch meine Wunden sind zu tief und ich werde mit jedem Schritt schwächer. Es ist mir lediglich gelungen, den Weg zurück in die Zelle des Gesichtlosen zu finden. Die Drachen haben einen boshaften Sinn für Humor. Denk daran, da draußen gibt es ein Wesen, das sich Dunstan nennt. Es sieht wie ein Mensch aus, ist aber keiner. Es ist eine bösartige Kreatur, schlecht und uralt. Es hat mir meine Freunde genommen, mein Leben, mein Gesicht. Wenn ich Asha begegne, bete ich darum, dass es jemand aufhalten kann. Was geht denn hier ab mit ihr? Energize, Energize. Wir haben voll die Wunden die ganze Zeit. Hast du irgendwas bei dir, was schrecklich ist? Das ist seltsam. Was geht hier ab? Energize. Okay. Checken wir nochmal gerade die Sachen. Hier stimmt irgendwas nicht. Lebensenergie. Wer braucht denn mehr? Oh, ja, komm, dann kommst du auch mal näher an die 200. Der Wanderprediger, eine schöne Relic-Axt. Okay. Dann werden wir die wohl mal hier tauschen müssen. 20 bis 30, die ist natürlich stärker momentan. Aber Relic ist wichtiger. Deswegen behältst du die. Vielleicht ist das hier auch ein Bug. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Hast du irgendwas an dir, was dir Energie absorbiert? Nicht, dass ich wüsste. Aber scheint ja auch nichts zu passieren hier. Das ist irgendwie ein kleiner Bug, glaube ich. Da sind wir drauf gewesen. Da passiert nichts mehr. Okay, wir haben in Erfahrung gebracht, was mit Dunstan ist. So, dann würde ich sagen, eine gute Stelle für einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Jojin.